Guten Morgen, Christus, ihr wundervollen Lichter. Verdammung ist dein Urteil über dich selbst und dieses wirst du auf die Welt projizieren. Das ist Kapitel 21 in der Einleitung. Das ist nur ein sehr kleiner Text, nur wieder meine Empfehlung, das zu lesen. Ich lese den Satz noch einmal, er ist sehr bedeutsam. Verdammung ist dein Urteil über dich selbst. Und dieses wirst du auf die Welt projizieren. In diesem einen Satz liegt eigentlich alles drin, was wir brauchen wirklich. Erstens mal, wir denken ja, verdammt zu sein. Das ist eigentlich das, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, dass Gott uns aus dem Paradies geschmissen hat. Das dachten wir. Und ich habe mir das irgendwann neulich nochmal durchgelesen. Und das ist ja wirklich ziemlich erschreckend, so die Worte, die man da liest, wie das beschrieben ist, dass Gott ja regelrecht uns verdammt hat zum Schmerzen haben und Kinder unter Schmerzen gebären und geboren werden und sterben und krank werden und man muss Mühsal erleiden und all diese Dinge, das steht da irgendwie und das sind schon wirklich schreckliche Worte. Und ja, im Grunde ist das ja die ganze Idee der Schuld. Die ja damit, also was, wie schuldig muss ich sein? Und wenn Gott mich sozusagen dazu verurteilt hat, ne, der höchste Richter hat mich verurteilt dazu, auf diese Welt zu kommen und zu leiden. Und jetzt sagt Jesus hier, Verdammung ist dein Urteil über dich selbst. Gott hat dir das nicht angetan, das ist nicht von Gott. Und das wirklich mal zu fühlen, ich bin nicht verdammt. Ich war nie verdammt. Niemand ist verdammt. Das haben wir uns selber angetan. Wir tun uns alles selber an. Die ganze Idee von Schuld und Sünde ist damit aufgehoben, wenn ich mir doch alles selber antue, wenn Gott mich das so gar nicht sieht, wie ich es sehe. Ne? Deswegen sagen wir ja auch, ich sehe überhaupt nicht wirklich. Deswegen haben wir Brillen auf, Brillen über Brillen über Brillen, weil wir gar nicht sehen können. Wir können nicht sehen. Ich meine jetzt nicht diese Brille hier, sondern ich meine wirklich Brillen, die wie Schleier wirken, die uns eine Welt zeigen, die nicht wirklich da ist. Schleier, wir haben Schleier gemacht. Verdammung ist dein Urteil über dich selbst. Gott hat uns nicht aus dem Himmel geschmissen. Gott hat es nicht getan. Und das wirklich mal zuzulassen, dass diese ganze Trennung aus dem Paradies etwas ist, was wir uns selber antun. Und das Ding ist, wir haben es uns nicht mal wirklich angetan, sondern es ist nur ein Traum. Wir befinden uns in einem Traum hier. Wir träumen und Jesus sagt, es ist deine einzige Verantwortung, wirklich. Und das ist deine Rettung oder überhaupt deine Erlösung und deine Auferstehung, wenn du dich erinnerst, dass du träumst. Dass das alles hier nichts ist in Wirklichkeit, völlig bedeutungslos. Denn nichts von alledem hat was mit Gott zu tun. Gott hat diese Welt nicht gemacht. Gott hat den Himmel erschaffen. Und der Himmel ist das Gewahrsein völligen Einsseins. Also keine Trennung, keine Dualität. Kein Wahrnehmender, keine Wahrnehmung,
da ist dann wirklich nur noch Erkenntnis, das reine Sein, das ist Sein, Gott ist, Gott ist, ohne Gegenteil. Und der zweite Teil dieses Satzes, und dieses wirst du auf die Welt projizieren, ist ebenso bedeutsam, weil das ist genau das, was wir gemacht haben und was wir heute ständig wiederholen. Anstatt zu erschaffen mit Gott, haben wir begonnen zu projizieren. Alles hier ist eine Projektion und wir haben sogar auf Gott projiziert. Das heißt, wir haben das, was wir uns selber angetan haben, was wir aber nicht fühlen wollen, weil das so dermaßen angsteinflößend ist, dieser Traum, dieses ganze Ding, diese Dunkelheit, haben wir es nach, wir wollen es nicht in uns fühlen und deswegen projizieren wir es nach außen, weit weg. Es soll ganz weit weg sein, irgendwo. Das heißt, jemand da draußen hat uns das angetan. Das ist immer wieder dieselbe Schleife, es ist immer wieder dasselbe Ding. Ich glaube, dass die Ursache dafür, so wie es mir geht, da draußen liegt. Und vor allen Dingen bei Gott. In erster Linie sowieso bei Gott, denn der hat mich ja aus dem Himmel überhaupt erstmal rausgeschmissen. Ich durfte ja nicht mal einen Apfel essen. Ja, also das ist dieser Satz, der hat es total in sich. Und es ist ja genau das, was wir heute immer noch wieder tun. Wir projizieren und projizieren und projizieren. Ne, da kommt jemand daher, den wir nicht mögen. Irgendwas ist an dem, was wir nicht mögen. Ne? Und anstatt zu schauen, das ist übrigens eine sehr wertvolle Arbeit tatsächlich mit Byron Katie. Byron Katie ist eine amerikanische Lehrerin, auch sehr bekannt und bedeutsam, so ähnlich wie Eckhart Tolle, aber sie hat eine ganz andere Art zu arbeiten, die sehr hilfreich sein kann. Das heißt The Work. Und da findest du wirklich, wenn du das machst, dann die Arbeit, die ist insofern sehr, sehr wertvoll, als dass du sehen kannst, dass jedes Urteil, was du abgibst auf die Welt, auf einen Bruder, was auch immer, dass das eigentlich etwas ist, was genauso das, was du urteilst über den anderen, es ist in dir, es ist auch in dir. Und du willst es aber in dir nicht wahrhaben, du hast es in dir nicht integriert, also geheilt sozusagen diese Idee, du glaubst das von dir selbst und deswegen projizierst du es nach außen, sagt Byron Katie. Und das ist genau diese Arbeit, das ist schon sehr wertvoll. Also, wer noch nicht bereit ist, das ja einzusehen, dass jedes Urteil, was ich über einen Bruder abgebe, eigentlich ein Urteil über mich selber ist, dass es was mit mir zu tun hat, dass ich das bin, der sollte oder dürfte oder könnte sich mal dieser Arbeit mit Byron Katie widmen. Na? Ich will den Satz jetzt noch einmal lesen. Verdammung ist dein Urteil über dich selbst und dieses wirst du auf die Welt projizieren. Wenn ich mich einsam fühle, wenn ich alleine bin, wenn ich keine Liebe fühle in meinem Leben, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ich komme nicht weiter, was auch immer, ja, dann sind es einfach nur Fehler und Irrtümer. Es sind einfach nur Gedanken, irre Gedanken. Es sind Gedanken, die ich über mich selbst, die keinen Wahrheitsgehalt haben und die ich mit Sicherheit aber, wenn ich mich halt so unglücklich fühle, mit Sicherheit auf die Welt projiziere. Das heißt, Trennung projiziere und deswegen glaube ich, verdiene es, allein zu sein oder wie auch immer. Also dieser Gedanke hier hat große Wirkungen, wenn man den mal so richtig in sich hineinlässt. Na, wir sind kein Opfer, wir sind kein Opfer Gottes. Gott verlangt keine Opfer, niemals. Na, der ist völlig unbeteiligt und wartet einfach nur. Gott ist immer da, seine Tür ist immer offen. Es liegt an uns. Es liegt an mir. Ja.
Und ich möchte eigentlich vielleicht gleich direkt nochmal hier etwas lesen nebenan. Das ist Kapitel auch 21, Römisch 1, dann der vergessene Gesang, weil das ist auch sehr, sehr schön. Es ist nicht nötig, durch Schmerz zu lernen. Also wir brauchen uns das alles nicht mehr antun. Wir brauchen es einfach nicht. Und sanfte Lektionen eignet man sich freudig an und froh erinnert man sich ihrer. Noch bist du kein glücklicher Schüler. Nee, warte mal, ich lese das dann noch. Das, was dich glücklich macht, möchtest du lernen und nicht vergessen. Es ist nicht dies, was du verneinen würdest. Deine Frage lautet, ob die Mittel, durch welche dieser Kurs erlernt wird, dir jene Freude bringen werden, die er verspricht. Wenn du glaubtest, dass es so ist, wäre es kein Problem für dich, ihn zu lernen. Und jetzt sagt er nämlich hier, noch bist du kein glücklicher Schüler, weil du nach wie vor im Ungewissen darüber bleibst, ob dir die Schau mehr als das Urteil gibt. Und du hast gelernt, dass du nicht beide haben kannst. Ich finde das auch sehr, sehr bedeutsam, ne? Weil das, was er hier sagt, ne? Warum bist du noch nicht glücklich? Weil du immer noch nicht sicher bist, dass die Schau dir mehr gibt wie das Urteil. Also du glaubst immer noch, dass Urteilen dir was bringt. Du glaubst immer noch, ja, und da einfach mal reinfühlen. Ne? Gibt es da immer noch eine gewisse Freude am Urteil? Oder einfach will ich da unbewusst bleiben diesbezüglich? Ne? Urteilen oder Schau? Schau ist Unschuld. Schau ist das Aufgeben von Urteil. Wo will ich die Trennung noch beibehalten? Wen will ich noch lieber bewerten, als ihn zu lieben und zu segnen? Wen will ich denn noch außen vor behalten? Wen will ich noch besonders halten? Entweder besonders in der Liebe, also dass ich ihn besonders liebe, oder besonders ablehne. Und dann kann ich kein glücklicher Schüler sein, wenn ich nicht diese Lektion komplett ausdehne. Ausdehne auf alles und alle. Wenn ich nicht bereit bin, die Besonderheit aufzugeben, solange ich nicht bereit bin, die Besonderheit wirklich, wirklich aufzugeben, ja, ich mache es dann immer noch, ne? Und dann denke ich, ach, das macht doch nichts. Aber wir haben gelernt, dass unsere Gedanken niemals neutral sind, immer Wirkungen haben. Immer Wirkungen haben. Okay. Die heutige Lektion 55. Ich bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Ja, das wollen wir doch wirklich. Wir wollen wirklich die Dinge anders sehen, ja. Was ich jetzt sehe, sind nur Zeichen von Krankheit, Unglück und Tod. Das kann es nicht sein, was Gott für seinen geliebten Sohn erschuf. Ja. Da haben wir es, ne? Die bloße Tatsache, dass ich solche Dinge sehe, beweist, dass ich Gott nicht verstehe. Gott hat uns das nicht angetan. Und wir wollen das jetzt anders sehen. Genau, und das ist das andere Sehen. Wir tun es uns selber an. Verdammung ist mein Urteil über mich selbst. Ich bin nicht verdammt. Niemand hat mich verdammt und Gott schon gar nicht. Ja, ich tue es mir selber an mit meinen Angriffsgedanken. Durch meine Gedanken. Es ist meine Wahl. Ich verstehe Gott nicht und deshalb verstehe ich auch seinen Sohn nicht. Ne? Das heißt, ich verstehe nicht mich selbst. Ich verstehe nicht, was ich bin. Ich denke, es gibt nur einen Sohn, das war Jesus Christus. Wer bin ich? Ein armer Sünder. Das lernen wir doch irgendwo. Schuldig, sündig. Jemand musste für mich, für meine Sünden sterben. Grausam sterben.
Das ist, ich bin entschlossen, diese Dinge anders zu sehen, denn das hat mich nicht glücklich gemacht und das hat die Welt nicht verändert. Ne? Was ich sehe, sagt mir, dass ich nicht erkenne, wer ich bin. Ich erkenne nicht, wer ich bin. Ich erkenne nicht, dass ich Gottes Sohn bin, mit Jesus zusammen. Jesus ist hier, er hat uns den ganzen Kurs gegeben. Er reicht uns seine Hände. Er sagt, nimm meine Hand. Du bist dasselbe wie ich. Ich bin nicht anders wie du. Ich bin nicht besser. Ich bin nicht besonders. Bitte mach mich nicht mal besonders, sagt Jesus. Geh mit mir. Komm mit mir. Folge mir in die Auferstehung. Ja, und wir wollen sagen, okay, ich bin entschlossen, die Zeugen der Wahrheit in mir zu sehen, anstelle der Zeugen, die mir eine Illusion von mir zeigen. Das heißt, ich will die Zeugen der Vergebung sehen. Das, was wir gestern hier hatten, ja, Liebe an die Stelle von Angst, Lachen an die Stelle von Tränen und Fülle an die Stelle von Verlust. Ja, das will ich, das will ich. Ich bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Okay, ich tue es mir selber an. Ich bin kein Opfer und ich habe die Wahl. Jetzt sagte der nächste Leitgedanke, was ich sehe, ist eine Form von Rache. Die Welt, die ich sehe, ist wohl kaum die Darstellung liebevoller Gedanken. Sie ist ein Bild des Angriffs von allem gegen alles. Das kann man wohl so sagen. Selbst wenn man Tierbilder, ne, selbst wenn man ja, auch so Tierdokumentationen, ne, die wir man, wo man doch immer sagt, Tiere sind so schön und die Natur ist so schön und die Tiere fressen sich gegenseitig auf. Grausam, grausam. Ja. Es ist ein Bild des Angriffs von allem gegen alles. Jeder ist nur da, um gefressen, also jeder dient als Fressen, der Kleine als Fressen für den Größeren. Ne, das ist doch völlig, das kann das ist doch nicht von Gott. Ist doch nicht von einem liebenden Vater erschaffen, so etwas. Sie ist alles andere als eine Spiegelung der Liebe Gottes und der Liebe seines Sohnes. Und jetzt sagt er, es sind meine eigenen Angriffsgedanken, die dieses Bild entstehen lassen. Und meine liebevollen Gedanken, die Gedanken, die ich dann mit dem Heiligen Geist denke, jetzt werden mich von dieser Wahrnehmung der Welt erlösen und mir den Frieden geben, den Gott für mich bestimmt hat. Es sind meine Angriffsgedanken. Ich kann der Welt, die ich sehe, entrinnen, indem ich Angriffsgedanken aufgebe. Hierin liegt die Erlösung und in sonst nichts. Das sagt er hier, das ist der erste Satz, lasst uns das mal fühlen. Meine Angriffsgedanken. Jesus bittet uns inständig, gib deine Angriffsgedanken auf. Er hat es uns vorgemacht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt lass mal irgendjemanden in deinen Geist kommen. Irgendjemanden. Vater, vergib ihm oder ihr. Er weiß nicht, was er tut. Sie weiß nicht, was sie tut. Ja, und Vater, vergib mir, ich weiß auch nicht, was ich tue. Ja, das ist das, wo Jesus sagt, es gibt nichts, was die Welt mehr fürchtet, als einzugestehen, ich weiß überhaupt nicht, was ich bin, wer ich hier bin, was ich hier tue, wo ich bin. Ich weiß eigentlich gar nichts, ich verstehe eigentlich gar nichts. Das fürchtet die Welt und das ist das, was, worüber der Himmel sich freut, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, oh, ich weiß einfach nichts. Und ja, ich will mich jetzt lehren lassen. Ja, ich bin leer, um mich lehren zu lassen. Ich will leer sein. Ich will mein vergangenes Lernen loslassen. Und ich will meine ganzen Angriffsgedanken, ja, ich will sie nicht mehr, ich will sie nicht mehr. Ich lege sie auf den Altar für Gott.
Das ist meine Gabe. Ich habe sonst keine Gaben für Gott. Welche Gaben denn? Aber er bittet mich um diese Gaben. Bitte gib mir deine Angriffsgedanken. Dann können sie nicht mehr schaden. Und dann kann ich dir stattdessen die meinen geben. Das sagt der Heilige Geist. Dafür ist er da. Ohne Angriffsgedanken könnte ich keine Welt des Angriffs sehen. Wenn die Vergebung wieder Liebe in mein Bewusstsein einkehren lässt, werde ich eine Welt des Friedens, der Sicherheit und der Freude sehen. Und genau das beschließe ich zu sehen, stattdessen, was ich jetzt erblicke. Und da kommt das rein. Will ich jetzt ein glücklicher Schüler sein? Will ich lieber, glaube ich, dass das Mittel der Vergebung mir die Freude und das Glück und den Frieden schenken wird, den Jesus uns verspricht? Ja. Okay, lasst uns das jetzt diese Entscheidung treffen und nicht mehr zweifeln. Wofür noch zweifeln? Warum noch urteilen? Wofür? Warum noch mich selbst verletzen? Warum noch weitermachen? Lass jetzt der Moment sein. Ja, Heiliger Geist, ich will dir meine Bereitwilligkeit geben und nicht nur, ich will mehr als Bereitwilligkeit, ich will Hingabe daran, dass ich nicht mehr urteilen will. Und wenn ich sehe, dass ich urteile, dann werde ich nicht darüber urteilen, dass ich urteile, sondern dann werde ich mir vergeben. Das entscheide ich jetzt, so werde ich ein glücklicher Schüler. Ich vergebe mir mein eigenes Urteil, ich vergebe, dass ich mich selber verdammt habe. Ich vergebe es. Es ist ja bedeutungslos. Es ist nichts. Es ist ja in Wirklichkeit gar nicht geschehen, weil wir immer noch im Himmel sind. Wir sind halt jetzt nur am Schlafen. Ja, das ist ja alles. Aber es ist nicht so. Der Heilige Geist, unaufhörlich, spricht er zu uns und sagt, kleines Kind, es ist nicht so, wie du denkst. Wach auf. Komm mit mir, sagt Jesus. Ja, das wollen wir. Ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist. Ja, das Einsehen, das wirklich mal, wirklich Einsehen. Ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist. Und wie viel Angriff, wie viel Aggression, wie viel Nichtentspannung liegt in der Idee, ich weiß, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ich weiß genau, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und das hole ich mir. Ja, das ist doch im Grunde das Drama eines Krieges. Ja, auch. Ja. Und das haben wir im Kleinen, im Konflikt in unserem Leben. Wie könnte ich begreifen, was zu meinem Besten ist, wenn ich nicht erkenne, wer ich bin? Ja, wenn ich nicht erkenne, wer ich bin. Wenn ich denke, dann gibt es diese nette Geschichte. Ja, es gibt eine nette Geschichte von dem Löwen, der nach seiner Geburt hat er direkt seine Eltern verloren und wurde von einer Schafherde aufgefangen und aufgezogen. Und dann lebte er inmitten der Schafe. Und ja, weil er nichts anderes kannte als die Schafe und die Schafe ihn angenommen haben als Kind, und da hatte er dann einen Schafmama und einen Schafpapa, hat er gemeint, er werde ein Schaf. Ja, so war das. Und jetzt fängt er wieder an zu blitzen hier. Warum? Na, ist auch egal. Und genau in dem Moment, wo ich jetzt gelacht habe, fängt er an zu blitzen. Möglicherweise ist es, weil die Sonne da über dem Ding übergeht. Na, egal. Und auf jeden Fall hat er dann gedacht, er wäre ein Schaf. Sein Leben lang. Also, nee, lange, ne? Lange. Bis zu dem Augenblick, wo die Schafherde an einen Fluss kommt. So nach einer ganzen Weile, ein paar Jahre oder so, ne? Er war doch schon erwachsen sozusagen, ne? Oder wenigstens halb erwachsen. Und dann guckt er in den Fluss hinein und sieht sein Spiegelbild.
Und dann sieht er, dass er gar kein Schaf ist, sondern ein Löwe. Und dann in dem Moment, ja, hat er dann einen riesen Wah! Also seinen Löwenschrei von sich gegeben und hat sich erkannt und ist wieder, war plötzlich dann ein Löwe. Ja? Ist eine wahre Geschichte. Nein, nein, ist es nicht, aber ist eine sehr, sehr schöne Parabel und zeigt einfach, dass wir hier meinen, es ist dasselbe, ja, wir werden hineingeboren unter Menschen. So, und wir stellen nie in Frage, ein Mensch zu sein, ein Körper zu sein. Das stellen wir nicht in Frage. Na, und dann wird uns das von allen Seiten, das ist das, was wir ja gemacht haben, sozusagen sehr trickreich mit dem Ego. Ja, das ist unglaublich. Ne? Bis zu dem Punkt, wo jetzt Jesus kommt und sagt, hey, du bist kein Körper, du bist kein Mensch, du bist nicht Mann, du bist nicht Frau, du bist der reine Geist, du bist Gottes Sohn, du bist der Christus. Und wenn ich das beginne, dafür mich öffne, geistig beginne zu öffnen, dafür, dann werde ich doch ganz sicher andere Mittel ergreifen, ja, zu meinem Besten, nämlich Jesu Hand, den Heiligen Geist als Führer, ja, als alles, was ich bisher getan habe. Ich werde nicht mehr Recht haben wollen, zum Beispiel. Ich will dann nicht mehr Recht haben. Ja, weil ich weiß, Recht haben ist das, was mir geschadet hat, was mir genau das alles gebracht hat, was ich jetzt habe hier. Was meiner Ansicht nach zu meinem Besten ist, bindet mich bloß stärker an die Welt der Illusionen. Na, genau. Ich bin bereit, dem Führer zu folgen, den Gott mir gab, um zu entdecken, was zu meinem Besten ist, da ich begreife, dass ich es nicht aus eigener Kraft wahrnehmen kann. Und das ist essentiell. Ich greife die Hand, dass ich bin hier, sage Heiliger Geist, Jesus, ich bin da für dich, nimm mich ganz. Ich gebe dir meinen Körper, ich gebe dir meine Sinne, ich gebe dir alles. Bitte mach du. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Für mich dient alles dem einen Zweck, zu beweisen, dass meine Illusionen von mir wirklich sind. Das wollten, ne? Dafür haben wir das alles gemacht. Und das haben wir ganz schön genial gemacht. Da sieht man, wie genial die Macht ist, die wir ja wirklich haben. Ja? Nur leider mit dem falschen Führer. Jetzt wählen wir den richtigen Führer, die Liebe, Gott. Zu diesem Zweck versuche ich, alles und jeden zu benutzen. Und ich glaube, dass die Welt eben dazu da ist. Und das ist das, was wir wirklich hier tun. Wenn wir mal ganz ehrlich hinschauen in unser tägliches Leben, ja, das ist doch ein ständiger Missbrauch sozusagen, ja, weil wir immer meinen, wir brauchen das, wir brauchen den anderen, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen, wir brauchen. Das ist immer Mangel, ja. Und ja. Und deswegen, auch deswegen, bitte, bitte nicht schuldig fühlen jetzt. Bitte, bitte, bitte nicht schuldig fühlen, sondern wirklich, wenn diese Idee kommt, gleich dem Heiligen Geist übergeben. Wir sind nicht schuldig. Gib der Schuld keine Chance mehr. Es ist nur ein Irrtum, es ist nur ein Fehler. Wir haben nur geschlafen. Und niemand ist schuldig, weil er schläft und träumt. Ja, aber hinschauen müssen wir jetzt. Wir müssen wirklich hinschauen, was wir eigentlich getan haben hier die ganze Zeit. Ne? Hinschauen, um es ans Licht zu bringen, um es dem Heiligen Geist zu übergeben. Ja. Und aus diesem Grunde begreife ich den wirklichen Zweck der Welt nicht. Der Zweck, den ich der Welt gegeben habe, hat zu einem beängstigenden Bild von ihr geführt. Das kann man wohl sagen. Lass mich meinen Geist dem wirklichen Zweck der Welt öffnen, indem ich den Zweck, den ich ihr gegeben habe, zurücknehme und die Wahrheit über sie lerne. Und das wollen wir. Dafür sind wir ja hier, dafür machen wir den Kurs, ja, dass wir uns öffnen, dass wir unseren Geist öffnen für den wirklichen Zweck, den diese Welt, die wir ja gemacht haben, wir haben sie gemacht im Traum. Mit dem Zweck, ja, wir haben der Zweck war eigentlich, unsere Angst zu schützen, ne? Alles zu schützen, was wir gemacht haben, die Dunkelheit zu schützen und diese wahnsinnige Angst,
Mauern zu errichten, Gräben zu errichten, Trennung, Trennung, Trennung. Ja, so, bloß weg von Gott, weit weg, weil der ist jetzt sauer, der hat uns gerade aus dem Himmel geschmissen. Wer weiß, was er als nächstes noch macht. Bloß weg. Da muss ich für immer weg. Und wir hätten es ja fast geschafft, wenn da nicht Jesus und der Heilige Geist wäre. Und die holen uns zurück. Ja, die holen uns zurück. Und dafür wollen wir uns öffnen. Ja, dafür wollen wir uns jetzt öffnen. Und diesen Weg wollen wir gemeinsam gehen. Ja, danke für dich. Danke und sei gesegnet und hab ein glückliches Üben heute.